Die Wiener Austria will den Rekord von Herbert Prohaska knacken. Matthias Mayer hat doppelten Grund zur Freude und Marco Reus muss sich wieder einmal mit Verletzungsproblemen herumschlagen. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen im Krone AT Sportstudio. Herbert Prohaska ist im Visier der Wiener Austria. Konkret nicht er persönlich, sondern seine Serie, und zwar aus der Saison 1991-92. Damals ist es Prohaska als Cheftrainer der Wiener Austria gelungen, 12 Spiele in Serie ungeschlagen zu bleiben. Und genau diese Marke will die Austria heute knacken bzw. einstellen, und zwar mit einem möglichst positiven Ergebnis im Spiel in Altach. Die Quali-Gruppe in der Bundesliga geht ja heute schon wieder weiter. 11-mal sind die Veilchen bereits in Serie ungeschlagen. Dass wir so lange nicht verloren haben, ist natürlich positiv, sagt Trainer Christian Ilzer. Allerdings die vielen Remis, die müssen wir schleunigst abstellen. Wir wollen heute Altach niederkämpfen, sagt er. Ob das gelingt? Um 20.30 Uhr wissen wir schon ein bisschen mehr, da ist nämlich Anpfiff. Und zuvor, nämlich um 18.30 Uhr, lauten die Partien WSG Tirol gegen Mattersburg und St. Pölten gegen die Admira. Alle Partien können Sie wie gewohnt live im Krone.at-Ticker mitverfolgen. Matthias Mayer hat gleich doppelten Grund zur Freude. Zum einen, weil er seiner Claudia das Ja-Wort gegeben hat und zum anderen, weil er heute seinen 30er feiert. Die Krone gratuliert mit einem großen Geburtstagsinterview. Mayer spricht darin unter anderem davon, dass er sehr dankbar ist für das, was er in seiner Karriere schon erleben hat dürfen. Seine Familie habe ihm sehr viel ermöglicht und er spricht auch von einem Jahrzehnt, in dem sehr viel passiert ist. An Zukunftsplänen und Zielen mangelt ihm allerdings auch nicht. Er sagt, sein großes Ziel bzw. sogar sein Traum bleibe natürlich eine Kristallkugel und gegen eine weitere Goldmedaille bei Olympia 2022 in Peking hätte er natürlich auch nichts einzuwenden. Das Interview in voller Länge können Sie jetzt in der Kronenzeitung und auf krone.at Sport nachlesen. Ich wünsche jetzt schon gute Unterhaltung. Weniger unterhaltsam ist die Story, um die es jetzt geht, konkret um Marco Reus. Sein Leidensweg geht wieder einmal weiter. Reus, der Edeltechniker von Borussia Dortmund, hat ja seit 4. Februar kein Pflichtspiel mehr bestritten. Damals musste er knapp vor Schlusspfiff im DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen verletzungsbedingt ausscheiden. Damals offizielle Begründung, Adduktorenprobleme, die offiziell veranschlagte Pause 4 Wochen. Aus diesen 4 Wochen wurden inzwischen schon 4 Monate. Und zwar deswegen, weil, wie der Kicker recherchiert hat, Dortmunds Star sich tatsächlich einen Sehnenanriss zugezogen hat. Das Ganze also eine sehr langwierige Geschichte. Reus soll inzwischen schon seine Reha-Pläne revidiert bzw. adaptiert haben. Ihm droht das Saison aus, aber mit Verletzungen kennt sich Marco Reus ja eh bestens aus. Seine Karriere ist ja praktisch gepflastert von Verletzungen. Soweit das Wichtigste für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Alles Liebe, machen Sie es gut.